Ja, Freunde, eine Woche ist um und willkommen zurück auf meinem Anno-Spielstand für den Wettbewerb. Und wir beginnen mit den aktuellen Zahlen für Deutschland, wollte ich gerade sagen. Nein, für die aktuellen Spielstandszahlen. Wir haben zurzeit knapp 60.850 Leute hier auf meiner Inselwelt. Davon sind knapp 10.000 Investoren. 40.000 Ingenieure haben wir und der Rest ist so, was so hinten überfällt. Ja. Hier ist momentan meine kleine Investoreninsel, die recht gut versorgt wird. Außer Kaffee, die sie nur gelegentlich bekommen, weil so viel haben wir nicht. Auch wenn ich hier über die Zeitung dafür sorge, dass sie weniger verbrauchen, stelle ich das nur an, um eben halt, weil ich eben halt nicht ganz 10.000 habe, um eben hier das die großen, die prächtigen Sachen zu bekommen, weil dafür braucht man 10.000 Ingenieure, die habe ich damit. Muss man ein bisschen tricksen, wenn man das Ding aufbauen müsste. Ist aber bekannt, dass man Kautschuk über die Köhlereien bekommt. Das hatte ich fix aufgebaut. Da brauchst du, glaube ich, 150 für. Ist also kein großes Ding. Muss ich auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, zumeist werden erstmal Sachen fürs Museum hergestellt. Damit ich dann hier... Ich habe gerade erstmal wieder ein paar Sachen rübergefahren. Muss jetzt gerade gucken, vor allen Dingen die 30er-Teile. Muss ich noch austauschen? Wo ist denn mein Schiffchen? Das ist bestimmt gerade angekommen. Ja, da ist er. Da ist er, ja, da ist er, ja. Um vor allen Dingen viel Attraktivität zu bekommen. Zurzeit haben wir nicht ganz 7.800, also es ist schon ordentlich. Ich will das noch kurz austauschen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Den will ich noch reintun. Der muss noch rein. Da haben wir noch ganz viele 30er. Und ruckzuck erhöhen wir die Nummer nochmal ein Stückchen. Damit haben wir jetzt, glaube ich, fast 8.000. Das ist doch schon schön. Ja, wie komme ich auf die Attraktivität? Ist natürlich klar, für die Leute, die die Paläste der Macht haben, wissen, was ich eigentlich drin haben müsste. Ich habe hier drin, dass ich eben halt pro Set nochmal Attraktivität bekomme. Dann habe ich hier drin, dass ich für jedes Ingenieurshaus oder Handwerkerhaus 3 Attraktivität bekomme. Das ist natürlich enorm hier auf der Map. Und ich habe drin, dass ich für jedes Rathaus nochmal 200 Attraktivität zusätzlich bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen auf Hardcore machen will und die Leute das mir nicht so nachmachen möchten, können sie auch ganz viele Rathäuser einfach so auf einer Stelle bauen. Ich hätte jetzt noch 100, es wäre jetzt nicht viel, aber ich könnte jetzt nochmal um 1200 erhöhen. Also ich würde nahezu an die 10.000 rankommen. Ich könnte auch hier den Zoo noch weiter rumstellen. Ich muss mal gucken, wie weit ich das treiben will. Wichtig ist mir aber, dass ich über diese, ich glaube, 6.500, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich eben halt die maximale Attraktivität habe. Höher geht immer, aber diesen Checkpoint zu überschreiten. Das muss ich gucken, ob ich das hier auch noch schaffen möchte. Hier steht zum Beispiel provisorisch noch meine kleine Schulattraktivität. Ist nicht viel, aber so ein bisschen. Weil hier wird gerade die nächste Stadt aufgebaut, die mit demselben Prinzip erstmal funktioniert. Ja, hier wird natürlich auch erstmal, ich nenne das jetzt mal Sprain, also ich werde so viele Inseln erstmal aufbauen, wie ich kann mit Ingenieuren. Vor allen Dingen hier wird das auch noch passieren, um eben halt die Items zu bekommen oder die legendären zu kriegen, die ich auch wirklich brauche, weil zurzeit kriege ich nur Schrott. Alles das, was ich nicht brauche. Ich habe bekommen, dass ich hier, den habe ich sogar zweimal, den Mobby. Keine Ahnung, ich brauche ihn hier nicht. Es ist ärgerlich, es ist schön, es ist nice to have, wegen Talg und Gold. Er ist in der Kategorie einmal drin, er wird einmal verbraucht. Hier, damit ich eben halt genug Talg habe. Übrigens habe ich hier drin die Reform 300% mehr Küstendinger. Das ist übelst lächerlich, wenn ich hier bei knapp 500% produziere. Aber ich habe immer genug Talg und immer genug Fische. Das muss ich sagen, das ist immer vorhanden. Mal gucken, was wir gleich bekommen. Das ist Zufall. Und wir kriegen natürlich wieder was, was wir nicht gebrauchen können. Es ist heute wieder zum Mäusemelken. Ich fange gleich an zu heulen. Bekommen habe ich auch dreimal den Mann, den man für die Kaffeerösterei gebraucht. Ich darf aber nicht in die neue Welt, also bringt er mir absolut nichts. Auf meinem anderen Hauptspielstand habe ich den Jungen zweimal und den habe ich erst ganz spät bekommen. Da wäre der super, weil er eben halt nochmal extra Kaffeebohnen produziert und das ist natürlich was, was in der neuen Welt extrem an Fläche spart. Ja, ansonsten ist hier alles nicht erwähnenswert. Den Bruder, den brauche ich nicht. Wer hier irgendwie anfängt, irgendwas
Zum Anfang, klar, keine Frage, Bier oder Rum. Wichtigstes Item momentan natürlich die Schauspielerin. Ohne die läuft hier gar nichts. Es ist überall die Schauspielerin drin. Als wenn ich Langeweile habe. Und natürlich hier das päpstliche Papier, 30% mehr Einwohner. Ich brauche also noch etwa hier den Feuerdrachen oder ich wollte gerade sagen, die Krankenschwester, die Klosterschwester hier. Wie heißt sie? Die päpstliche, die Nonne. Ich komme gerade nicht drauf, aber ihr wisst, wen ich meine. Antonia Aura der Erkenntnis. Irgendwie so richtig, weiß es nicht mehr ganz, wie sie heißt. Ja, wenn ich die bekomme, kriege ich nochmal knapp 30% mehr Einwohner. Das würde jetzt bedeuten, wir hätten jetzt schon fast 100.000, wenn ich die überall drinne hätte. Deswegen, wer das Ding hier gewinnt, hat, glaube ich, am meisten Glück gehabt. Es sei, er hat es falsch gebaut. Weil nur so kannst du das hier gewinnen. Anders geht's nicht. Dann muss ich gucken, dass ich am besten noch bekomme, dass ich keinen Sekt mehr verbrauche. Dafür kann ich nur empfehlen, dass man dann hier reintut, dass man, ist es hier drin? Ja, ein Sockel für Rathäuser. Das muss also ausgetauscht werden, um die Frau für Sekt zu bekommen oder den Herrn für Kaffee. Da ich aber niemals beide bekommen werde, und zwar für alle Rathäuser, hat sich das dann erledigt. Sonst würde ich das Perfekte wäre, also die Aura der Erkenntnis, den Feuerdrachen oder eben halt den anderen für Finanzen, ist ja egal, der mit 10%. Dann drinne, dass ich endlos Kaffee bekomme und endlos Sekt. Wenn ich diese Sachen reinbekomme, dann ist die Nummer hier durch. Dann kann ich GG schreiben und jeder andere guckt dann in die Röhre. Weil das wäre das Nonplusultra. Brillen kann ich produzieren, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, ich kann das also ungefähr schon durchrechnen. Ich hätte hier also die 8 nehmen wir schon mal rein. Dann hätte ich natürlich diese 11, das wären schon mal fast 20. So hätten wir 30, 35. Das können wir nicht mitzählen, das auch nicht. Dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Brillen wir bekommen. Das wird die wichtigste Entscheidung. Wie viele Brillen kriegen wir rein? Da wäre natürlich noch ganz gut, wenn wir Dings bekommen. Hier der wieder Holz tauscht. Da weiß ich aber noch nicht, ob sich das lohnt von der Fläche her. Rein theoretisch ja. Also wir werden 50, 60, wenn man das hochrechnet, kommen wir wieder so auf 65, 70 Einwohner, wenn man das hochtreibt. Pro Haus, wohlgemerkt. Also ist es kein Problem, hier ganz locker auf 500.000 Einwohner zu kommen. Wir arbeiten noch dran. Mal gucken, wie es weitergeht. Wüsste jetzt nicht, was ich euch sonst noch so zeigen könnte. Ja, den einzigen, den ich bis jetzt bekommen habe von den Items, der ist hier auf der Insel. Das ist der Jörg. Das ist mehr so ein Item, was ganz nice to have ist, weil er nebenbei Öl produziert. Und hier sind vier Minen. Ich habe auch jedem schon erklärt, ich sage es gerne aber nochmal für die Leute, die es nicht wissen. Öl wird immer nur dann produziert, wenn die Mine auch läuft. Das heißt, versucht euch immer einen Ablauf reinzuhauen in den ganzen Sachen, weil ich habe jetzt zum Beispiel hier, wo ist er denn, Handel genau, er verkauft hier nämlich alles, damit das ganz wunderbar funktioniert. Zurzeit ist Eisen ausgestellt, damit ich das hier alles ordentlich abtransportieren kann. Damit eben ordentlich Öl bei rumkommt. Und bei vier Minen kann ich euch sagen, zurzeit wird diese Insel damit betrieben. Und diese kleine Insel. Das ist übrigens, wie man unschwer erkennen kann, meine Glühbirneninsel. Hier wird, wie heißen die Dinger, Glühfäden hergestellt. Alles natürlich unter Elektrizität, 50% mehr Produktivität. Besser geht es nicht. Hier auf den kleinen Inseln macht sich das eigentlich perfekt. Glühbirnen ist absolut die Produktion, die ihr braucht. Da muss jeder gucken, welche Insel er nimmt. Ich würde empfehlen, diese Insel für Glühbirnen zu nehmen, weil das einfach sich damit am besten macht. Ich habe hier drei Handelskammern, nee, vier Handelskammern aufgequetscht bekommen. Man kann es auch mit drei betreiben, aber da kriegt man die Mine nicht mit rein. Ist jetzt nur eine Zementmine, aber hier ging es mir vor allen Dingen um die Kohleminen. Man muss versuchen, so viel wie möglich reinzubekommen. Ja. Gut. Jeder hat mein Prinzip, glaube ich, erstmal verstanden, wie es hier läuft. Alles erstmal auf provisorisch. Selbst Gulasch, um das nochmal zu sagen, wird momentan hergestellt. Nur ein bisschen. Aber ich brauche es eben halt. Ich überlege gerade noch, ob ich noch den
Wo ist er denn? Wo ist er denn? Extra Wurst, ja, Gulasch. Ach nee, das ist Gulasch für Schweine. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung, war der falsche. Irgendwo habe ich noch den anderen. Weil gelegentlich tausche ich das aus. Da muss jeder gucken, wie er das macht. Wo habe ich ihn jetzt? Momentan sind gerade die Pilze wieder am Kommen. Ich könnte also wieder reinstellen, dass sie wieder Pilze verbrauchen. Damit nebenbei, hier, ich habe ja den Jäger drin, Rindfleisch produziert wird, damit ich ein bisschen Gulasch. Es ist einfach nur, damit hier die Sachen ausgefüllt werden. Das dauert jetzt zu lange. Gut, ihr seid auf dem neuesten Stand bei mir. Alles nichts Besonderes, aber jeder versteht hoffentlich, worauf das hier alles abzielt. Wenn irgendwelche Fragen sind, fragt mich, weil ich liebe es, Konkurrenz zu haben, und wenn jeder so baut, dann hat er eigentlich alles richtig gemacht.